einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich einen Mann begrüßen, der mit einem unerschütterlichen Grundsatz durchs Leben geht. Niemals in seinem Leben, so hat er das auch hier schon mal gesagt, niemals würde er eine Biografie schreiben. Er findet das nämlich gerade bei Schauspielern so ein bisschen eitel. Und deshalb hat er jetzt auch keine Biografie geschrieben, sondern einen wirklich guten Roman, der nur klingt wie seine eigene Biografie. In dem Roman geht es um einen kleinen Jungen namens Axel Milberg, der in einem gepflegten Kieler Villenviertel aufwächst in Düsternbrook. Düsternbrook, sagt er, muss man sich ungefähr so vorstellen wie das Blankenese von Kiel. Und wenn man im Blankenese ist, will man eigentlich nur noch nach Altona. In dem Roman, der keine Biografie ist, steht dazu der wunderbare Satz: Es ging mir eigentlich nicht übel. Es gab zu Hause zu trinken und zu essen und die Schule war okay. Nein, nichts war in meiner Welt gefährlich, unvorhersehbar, laut oder wenigstens geschmacklos. Aber genau das war es, was vollkommen unerträglich war. Mein persönlicher Lieblingssatz aber lautet: Es ist besonders schwierig, einen Norddeutschen von einem Außerirdischen zu unterscheiden. Herzlich willkommen, Axel Milberg. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Tolles Buch. Ja, und dieser Axel Milberg sagt etwas, von dem ich mir vorstellen könnte, dass es diesen Mann durchaus interessiert, der heute zum ersten Mal überhaupt unser Gast ist. Über meine Generation, sagt Herr Milberg, die um 1960 geboren ist, die keinen Krieg erlebt, aber auch nicht gegen Vietnam protestiert hat, schreibt niemand. Keiner interessiert sich für uns. Wir sind so merkwürdig zwischenpolitisch. Und wir wollen diesen Mann fragen, wie sieht diese Generation eigentlich die Welt und wie die Jungen von heute? Seit mittlerweile 25 Jahren spürt er den großen Trends hinterher, ist Zukunftsforscher, lag sehr oft richtig, hat schon 99 die neuen Väter beschrieben, die Super-Daddies, wie er sie damals nannte, hat 2004 schon den Erfolg der Grünen von heute vorhergesagt, hat sich auch mal richtig verhauen und 2005 gesagt, von Facebook wird in 5 Jahren keiner mehr reden. Wobei, vielleicht war er damals einfach nur zu schnell. Denn jetzt, sagt er, kippt da gerade was. Es gibt in den USA mittlerweile eine richtige Bewegung raus aus den Netzen. Was passiert da? Und wie kommt es eigentlich, dass nur, Achtung, 12% der Deutschen positiv in die Zukunft gucken, aber 90% der Nigerianer? Das fragen wir Matthias Hawks. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Wie kann das sein? Verrückte Sache. Ja, gleich zu Beginn aber wollen wir mit Ihnen beiden darüber sprechen, wie der Journalismus auch durch Gerüchte und Fake News im Netz weltweit immer stärker unter Druck gerät. Und speziell Ihre Geschichte ist ein warnendes Beispiel dafür. Geboren und aufgewachsen als Tochter kurdischer Einwanderer in Ulm, hat sie als Übersetzerin und Journalistin in Istanbul gearbeitet und wurde dort am 30. April 2017 von vermummten und schwer bewaffneten Polizisten mitten in der Nacht aus der Wohnung geholt und ins Gefängnis gebracht. Zurück blieb ihr völlig verstörter, damals erst 2 Jahre alter Sohn. Als diese Haft immer länger dauerte und ihr Sohn anfing zu stottern und andere Auffälligkeiten zu zeigen, holte sie ihn zu sich ins Gefängnis. Am Anfang, sagt sie, hat er gar nicht verstanden, warum er in dieser engen Zelle war mit all diesen anderen Frauen und auf diesem Metallbett schlafen musste und warum diese verschlossenen Türen. Darüber und warum immer noch so viele Erdogan-Kritiker zum Teil für Jahre hinter Gittern landen, hat sie ein sehr berührendes Buch geschrieben. Herzlich willkommen, Mejale Tolu. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, und auch dieser Mann ist irgendwann zwischen die Fronten geraten. Ein Mann, der seit einem Vierteljahrhundert mittlerweile als Reporter und Korrespondent in aller Welt arbeitet, oft in Krisen- und Kriegsgebieten, der nach vielen Jahren in Afrika im Januar vergangenen Jahres jetzt die Leitung des ZDF-Büros in Istanbul übernommen hat. Die zunehmenden Repressalien, Journalisten, die ins Gefängnis wandern, all das war oft Thema seiner Reportagen. Und Anfang März hat es ihn dann selbst erwischt, das Regime, dem die Arbeitserlaubnis entzogen. Erst massiver politischer Druck hat dafür gesorgt, dass er jetzt an seinem Arbeitsplatz in Istanbul zurück ist. Und deshalb kann er uns heute erklären, was es beispielsweise mit den massiven Währungsturbulenzen dieser Tage in der Türkei auf sich hat und warum offensichtlich auch innerhalb Erdogans AKP schwere Machtkämpfe toben. Herzlich willkommen, Jörg Brasel. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Sendung. Also,
Wir haben viel zu besprechen. Heitere Dinge, schöne Dinge, spannende Dinge mit Blick in die Zukunft, aber auch sehr beklemmende Dinge. Frau Tolu, ein Istanbuler Gericht hat ganz aktuell entschieden, dass der Kölner Sozialarbeiter und Journalist Adil Demirci die Türkei nicht verlassen darf. Genau. Sie kennen sich wahrscheinlich untereinander? Ja, wir kennen uns. Wie sehr hat Sie diese Entwicklung überrascht? Ich habe im Vorfeld mich ein bisschen schlau gemacht und erfahren, dass eigentlich fast alle damit rechneten, dass der rauskommt. Nein, ich habe damit nicht gerechnet, weil ich selbst auch nicht beim ersten Prozess freigekommen bin. Ausreisen durfte ich auch erst nach meinem vierten Prozess. Also es ist schon gängig, dass die Regierung vor allem bei politischen Verfahren sehr viel mitwirkt. Mhm. Und ich denke auch, dass bei Adil Demircis Fall sehr viel politisch mitentschieden wird. Was wird ihm vorgeworfen? Auch Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Mhm. Das ist jetzt inzwischen in der Türkei, glaube ich, eines der meist verwendeten Anklagen und Vorwürfe gegen Journalisten. Das sind eigentlich genau ähnliche oder vielleicht auch dieselben Vorwürfe wie bei anderen Journalisten. Mhm. Jörg, wie schnell geht das und wie sehr überlegt man sich vorher, auch was man dann absetzt, auch wenn man Stücke macht fürs Heute-Journal oder für die Heute-Nachrichten oder wenn man sich überlegt, wie schnell man plötzlich da auf das Radar dieser Behörden geraten kann? Naja, was ausländische Journalisten anging, war das sicherlich nicht so extrem, wie das bei türkischen Journalisten der Fall ist. Und eigentlich wehren wir uns auch dagegen, dass wir uns so einer inneren Zensur hingeben. Mhm. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Sachen nicht schreibe oder sage, die ich nicht für richtig halte. Aber sie sollten richtig sein. Das ist schon, das ist so. Denn alles, was wir tun und alles, was wir sagen, wird genau beobachtet. Es gibt im Presseamt Menschen, die alles, was wir sagen, jede Schalte, jedes Stück übersetzen. Mhm. Und insofern wird sehr genau hingeguckt, was wir machen. Insofern sollte das, was wir sagen, in der Tat richtig sein. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir Dinge nicht sagen und nicht berichten, die wir nicht machen. Das heißt, man fährt auch mit so einem mulmigen Gefühl zur Arbeit? Oder ist das etwas, von dem du sagst, das kenne ich auch aus Afrika, das kenne ich, dass Staaten, die nicht nach westlichem Muster funktionieren, nach etablierten Demokratien, so wie wir das kennen, dass die solche Dinge anders handhaben und dass die ein Problem haben mit kritischem Journalismus? Also ich sag mal, ein mulmiges Gefühl, nein. Ich meine, wenn man vor Ort ist und dort täglich arbeitet, dann sind die Arbeitsverhältnisse, an die gewöhnt man sich dann. Aber natürlich steht man in der Türkei als Journalist, auch als ausländischer Journalist, unter, wie gesagt, unter anderer Beobachtung, auch unter einem anderen Druck. Viel von dem, was ich in Afrika jahrelang berichtet habe, wurde zwar in Deutschland wahrgenommen, aber in den Ländern selbst nicht, weil die ausländische Presse da auch nicht so präsent war. Das ist in der Türkei völlig anders. Ja? Also was ausländische Medien über die Türkei berichten, wird sehr genau wahrgenommen, wird sehr genau registriert, wird auch sehr genau kommentiert. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eine riesengroße türkische Gemeinde in Deutschland haben, die sehr genau hinschaut, wie wir über ihr Heimatland berichten. Also da ist auch die Wahrnehmung eine völlig andere, als ich das vorher in 8 Jahren Afrika gewohnt war. Frau Tolu, es gibt nur ein paar wenige Bilder, die Ihre Geschichte auch filmisch sozusagen dokumentieren. Aber die paar wenigen Bilder schauen wir uns jetzt einmal kurz an, bevor wir über Ihre Geschichte ausführlicher sprechen. Istanbul, 30. April 2017. Es ist 5 Uhr morgens, als türkische Sicherheitskräfte in die Wohnung der deutschen Journalistin Mejale Tolu eindringen. Ihr 2-jähriger Sohn Serkan muss mit ansehen, wie die Wohnung durchsucht und seine Mutter verhaftet wird. Mejale Tolu kommt in ein Istanbuler Frauengefängnis. Der Vorwurf? Terrorpropaganda. In Tolus Geburtsstadt in Ulm demonstrieren Freunde und Unterstützer für ihre Freilassung. Mejale Tolu ist deutsche Staatsbürgerin. Trotzdem darf sie zunächst keinen Botschaftsvertreter im Gefängnis besuchen. Die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen Berlin und Ankara werden dadurch erneut belastet. Nach einigen Wochen entscheidet sich Mejale Tolu, ihren Sohn zu sich ins Gefängnis zu holen. Mutter und Sohn teilen sich eine Zelle mit 24 anderen inhaftierten Frauen. Im Oktober 2017 beginnt der Prozess. Nach 7 Monaten, am 18. Dezember 2017, wird sie aus der U-Haft entlassen, aus Mangel an Beweisen. Aber sie darf die Türkei vorerst nicht verlassen und wird weiterhin von Sicherheitskräften überwacht. Was ist das für ein Gefühl, Frau Tolu, wenn man in Istanbul wieder ist und das Gefühl hat, da ist immer einer noch mit dabei? Ja, also nicht einer, sondern mehrere waren immer mit dabei.
Und das wusste ich aber nach meiner Freilassung, dass das geschehen wird, weil es mir sehr oft angedroht wurde. Es wurde mir immer wieder gesagt, wenn du freikommst, wirst du nicht alleine leben. Wir werden immer dabei sein, vor allem wenn du deinen Sohn auf den Spielplatz bringst. Es war mir klar, dass sie mich auch vorher beobachtet hatten, weil sie wussten, wohin ich gehe, wann ich hingehe. Und das war schon eine ganz, ganz gut geplante Taktik, um mich zu brechen. Dieser 30. April 2017, was ist da vorher passiert? Ihr Mann saß zu dem Zeitpunkt schon im Gefängnis. Mein Mann ist genau 3 Wochen vorher in Ankara wurde er festgenommen, weil er bei der Oppositionspartei HDP im zentralen Wahlrat gearbeitet hatte. Es standen Präsidialwahlen statt, die sehr viel für die Regierung bedeuteten. Und genau eine Woche vorher wurde er festgenommen. Mit dem Vorwurf? Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Und ich war ihn 2-mal im Gefängnis besuchen und noch bevor ich ein 3. Mal hingehen konnte, war ich selber inhaftiert. Warum reist man dann nicht aus, habe ich mich gefragt in der Vorbereitung auf diese Geschichte. Wenn man mit dem Kind auch vor allen Dingen, also Sie haben einen 2-jährigen Sohn, sind alleine in dieser Wohnung in Istanbul und bleiben dort. Nein, es war eigentlich geplant, dass ich ausreisen sollte. Mhm. Ich war nur 2-mal bei meinem Mann und wegen dem Notstandsgesetz und dem Ausnahmezustand musste ich noch einige Sachen erledigen, damit ich überhaupt Kontakt noch zu meinem Mann halten konnte. Auch wenn ich in Deutschland bin, darf ich dann nur mit ihm telefonieren und für all das muss man Dokumente einreichen. Mhm. Ich war 2-mal ihn besuchen und da haben wir eigentlich beides Mal darüber geredet, dass ich dann eben ausreisen werde, höchstwahrscheinlich die nächste Woche. Und mein Vater ist auch angereist aus Deutschland und wir haben darüber geredet, dass ich eben dann bald vielleicht ausreise. Und noch bevor ich eigentlich die Möglichkeit dazu hatte, wurde ich festgenommen. So, und dann, genau gestern vor 2 Jahren, ne, hat das alles stattgefunden, dieser 30. April 2017. Wenn man das so liest, das ist beklemmend, das ist auch wirklich brillant beschrieben, was Ihnen da widerfahren ist. Aber ich habe mich gefragt, wie wird man das jemals wieder los? Wenn du an einem Ort bist, der dein schützender Hafen ist, deine Wohnung, dein Zuhause, da kann dir doch eigentlich nichts passieren. Und dann klopft es plötzlich morgens um 5 an der Tür. Was passierte dann? Genau dieses Gefühl ist dann weg, für immer. Mhm. Deswegen sage ich auch immer, ich bin nicht mehr die Frau, die ich vor meiner Inhaftierung war, weil mir diese Unbekümmertheit weggenommen wurde. Und ich habe einfach nicht mehr dieses selbe Vertrauen, das ich vorher hatte. Meine Wohnungstür habe ich bis dahin eigentlich kaum abgeschlossen. Ich habe sie einfach nur zugemacht. Und heute, in Deutschland sogar, schließe ich meine Tür noch 2-mal ab. Das ist einfach ein Gefühl, man weiß, es ist jemand eingebrochen in dein Leben, nicht nur in meine Wohnung. Ich habe das auch in meinem Buch so beschrieben, weil ich es wirklich so fühle. Sie haben mein Leben umgeworfen und jetzt weiß ich, was es bedeutet, Angst zu haben, was es bedeutet, eingesperrt zu sein. Viele Menschen werden hoffentlich dieses Gefühl nie in Erfahrung bringen, aber ich habe es in Erfahrung gebracht und ich weiß, dass es in meinem Inneren eigentlich immer bleiben wird. Wie läuft sowas ab? Es ist 5 Uhr morgens. Solche Leute kommen ja meistens im Morgengrauen, weil sie wissen, da treffen sie die Leute an, logischerweise. War denen klar, dass da ein 2-Jähriger in der Wohnung ist? Klopft man da an? Klingelt man? Sagt man da Bescheid? Oder kommen die direkt durch die Tür? Also ich denke schon, dass sie ganz genau wussten, dass ich alleine bin mit meinem Sohn, weil ich Tage vorher eigentlich gemerkt habe, dass ich beobachtet werde. Ich ging immer davon aus, dass es wegen meinem Mann ist. Also, dass die Wohnung nicht durchsucht wurde und dass wahrscheinlich eine Durchsuchung noch stattfinden wird. Es ist ja üblich, dass, wenn jemand festgenommen wird, dass die Wohnung auch durchsucht wird. Die wurde bei uns aber nicht durchsucht. Daher ging ich immer davon aus, dass sie einfach wegen meinem Mann vor der Tür sind. Sie sind sehr überraschend gekommen, aber sehr gewalttätig. Also, heißt? Also sie sind sofort ohne Klingeln. Sie haben sich die Tür von jemand anderem aufmachen lassen, von Nachbarn. Und sind ganz leise, nicht mal mit dem Aufzug übers Treppenhaus gelaufen und haben oben dann richtig Krawall gemacht. Ich habe sehr viel darüber berichtet. Theoretisch wusste ich eigentlich, dass man die Menschen nachts überrascht, damit sie eben nichts machen können, nicht fliehen können oder auch sich nicht vorbereiten können. Aber praktisch zu erleben, ist ein ganz anderes Gefühl, weil man dann in dem Moment nicht weiß, soll ich jetzt meinen Sohn schützen oder soll ich die Tür aufmachen, damit es ein Ende hat. Ich bin sofort zur Tür gerannt, weil ich wollte, dass dieser Lärm aufhört, dass mein Sohn vielleicht gar nicht aufwachen muss.
Aber das hat leider nicht geklappt. Sie waren sehr laut und sehr gewalttätig, weshalb mein Sohn auch aus dem Schlaf geweckt wurde. Das heißt, die Tür wurde aufgebrochen? Ich war dabei, sie eigentlich aufzumachen. Ich bin ja sofort hingerannt, aber sie haben ständig dagegen gehämmert. Und als ich den letzten Riegel aufgeschoben habe, haben sie eigentlich den Riegel aufgebrochen. Und ich hatte sogar Angst, dass sie mit der Tür mir ins Gesicht fallen. Also es war richtig radikal eigentlich. Welches Bild hat sich Ihnen geboten? Was haben Sie gesehen? Das Erste, was ich gesehen habe, es ist 4.30 Uhr in der Nacht eigentlich, ganz stockdunkel. Und ich sehe nur die Ziellampen von Maschinengewehren. Das ist das Erste. Ich sehe nur LED-Lichter. Und im Anschluss, nachdem sie eben das Licht vom Flur angemacht haben, habe ich dann nur maskierte Männer gesehen. Also nur 10 Männer, alle maskiert, alle mit schweren Maschinen. 10 Mann? Ja, also gegen eine Mutter mit einem zweijährigen Kind. Am Anfang waren es nur 10, aber vor der Türe und auf der Straße waren noch mehr. Da waren Sondereinsatzkommandos, die Straße abgeriegelt hatten mit Panzerfahrzeugen. Im Ernst? Ja, beide Straßenseiten, beide Enden waren abgeriegelt, sodass auch kein normaler Passant durchgehen könnte. Und ich habe mir auch vorgestellt, was denken die Nachbarn? Wer wohnt in dieser Wohnung? Warum geht man so vor? Mhm. Und als ich das auch immer wieder angesprochen habe, hier wohnt doch nur eine Frau mit Kind, warum macht ihr das? War mir klar, gut, die haben ein Schreiben, da steht drin Terroristin und die gehen halt so vor, obwohl eigentlich ihnen bekannt war, dass ich alleine dort bin. Ihr Sohn zu dem Zeitpunkt schläft noch in seinem Zimmer? Er ist relativ schnell aufgewacht vom Lärm, weil nachdem sie eingedrungen sind in meine Wohnung, haben sie auch nicht aufgehört. Die sind sofort in mein Schlafzimmer mit dem Maschinengewehr, haben auch nicht die Lichter angemacht, sondern sind mit diesen Maschinengewehrlichtern durchgelaufen. Und mein Sohn hat auch das Erste, was er gesehen hat, waren die Lichter vom Maschinengewehr und die maskierten Männer. Kinder haben ja ein sehr feines Gespür für Bedrohung, auch wenn sie 2 Jahre alt ist. Das heißt, Sie haben ihn versucht zu trösten, Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch. Ich konnte ihn noch nicht so wirklich trösten, weil ich auf dem Boden lag. Ich wurde auf den Boden gedrückt und es stand jemand auf mir drauf. Mein Sohn ist aber selber rausgesprungen aus dem Bett und ist den Flur entlang gerannt und hat mich auf dem Boden gesehen. Und nachdem er gekommen ist, haben sie mich eigentlich dann wieder freigelassen, sodass ich meinen Sohn in die Arme nehmen konnte. Wann wurde Ihnen klar, dass es um Sie geht? Als ich auf dem Boden lag, haben sie mich gefragt, wo mein Mann ist. Weil ich ja gesagt habe, ich bin alleine mit meinem Sohn. Und dann haben sie gesagt, ja, warum, wo ist denn dein Mann? Und dann war ich so sauer auf sie und habe gesagt, den habt ihr doch schon festgenommen. Ich dachte, es geht wirklich um meinen Mann und das alles wird jetzt erlebt, nur wegen einer Hausdurchsuchung. Und als ich dann geschrien habe, sie haben ihn doch schon festgenommen, haben die gesagt, dass sie das nicht wissen und wer ich überhaupt bin. Als ich meinen Namen gesagt habe, haben sie gesagt, haben sie den Chef angerufen und haben gesagt, wir haben sie gefunden, wir haben sie gefasst. Die Verdächtige. Die Verdächtige. Und das war der erste Moment, wo ich einen Riesenschock erlebt habe, weil ich wusste, es geht jetzt um mich. Mhm. Wussten Sie, worum es gehen könnte, was der Vorwurf sein könnte? Ich konnte es mir nicht vorstellen, weil natürlich, also wenn man in der Türkei arbeitet, journalistisch tätig ist, auch noch kritisch darüber berichtet, kann einem viel widerfahren. Kurdischer Hintergrund auch in Ihrem Fall? Ja, ja. Spielt eine Rolle oder spielt keine Rolle? Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Rolle gespielt hat, weil ich ja auch kein Kurdisch spreche und auch keinen Bezug wirklich zur Sprache und zur Kultur habe. Aber ich dachte, dass es vielleicht eben wegen der Nachrichtenagentur ist, dass es sein kann, dass es eine generelle Razzia gab, weil Wochen vorher waren verschiedene Medienorgane geschlossen und per Notstandsdekret verboten. Okay. Und ich dachte, das ist in diesem Zusammenhang. Aber als mir dann eröffnet wurde, dass es um Veranstaltungen geht, die ich besucht habe, war ich schockiert, weil ich davon nicht ausging. Was war das für eine Veranstaltung? Es waren 4 Veranstaltungen. Eine war gegen die Korruptionsaffäre 2013, die ich besucht habe. Und da war ich das erste Mal journalistisch tätig für einen Radiosender. Das heißt, da waren Sie schon auf dem Radar? Ja, und damals war ich eigentlich kaum in der Türkei, nur ganz selten. Und die anderen 3 Veranstaltungen, also 2 waren, da sind Menschen ums Leben gekommen, die gegen die IS gekämpft haben. Da waren auch Deutsche darunter. Die letzte war eine Beerdigung von 2 Frauen, die in ihren Wohnungen hingerichtet wurden. Also sie wurden nicht gefasst, sondern hingerichtet. Und da hat man eben mir vorgeworfen, dass ich für eine terroristische Organisation Propaganda betrieben hätte, indem ich an diesen Veranstaltungen teilgenommen habe.
Also die Propaganda besteht schon darin, dass man einfach dort ist. Ja, und das Problem ist ja, dass diese ganzen Veranstaltungen öffentlich sind. Mhm. Jeder vorbeilaufende Passant kann daran teilnehmen oder auch sich nur hinstellen und zuhören. Und sobald die Polizei das eigentlich aufzeichnet, filmt, ist es schon ein Beweismittel. Mhm. Es gab keine anderen Beweismittel außer Pressefotos. Mhm. Ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen. Sie müssen in der Sekunde ein paar sehr harte Entscheidungen treffen. Sie werden mitgenommen. Polizeigewahrsam, kommen dann in Untersuchungshaft. Die große Frage, was passiert mit meinem Kind? Sie haben dann Ihren Sohn, glaube ich, bei Nachbarn erstmal zurückgelassen, die er flüchtig kannte. Mhm. Das Gefühl mag man sich nicht vorstellen und auch nicht ausmalen, was man als Mutter dann erlebt, wenn man sein eigenes Kind, 2 Jahre alt, ich meine, ein Zweijähriger ist unglaublich hilflos, zurücklassen muss, in der Obhut sozusagen fremder Leute. Der Vater sitzt im Gefängnis und die Mutter weiß nicht, was jetzt mit ihr passiert. Wann sind Sie ins Frauengefängnis gekommen und wann hat sie die Nachricht erreicht, dass es ihrem Sohn wirklich schlecht geht? In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai bin ich ins Frauengefängnis gebracht worden, 7 Tage nach meiner Festnahme. Und 10 Tage danach habe ich erfahren, dass es meinem Sohn sehr schlecht geht. Bis dahin wurde mir mal erzählt, es geht ihm gut, er trinkt seine Milch, er schläft gut. Ich konnte es nicht glauben, aber ich musste es glauben. Ich hatte keine anderen Informationen. Ich habe nur alle 5 bis 6 Tage einmal eine Nachricht bekommen und dann hieß es eben nur, es geht ihm gut. Nach insgesamt 17 Tagen habe ich von einer Anwältin erfahren, dass mein Sohn stottert, dass er jeglichen Kontakt zur Familie abweist, dass er sehr aggressiv geworden ist und dass er sich die Schuld daran gibt, dass er jetzt alleine ist. Habe ich mich sofort entschieden, ihn zu mir ins Gefängnis zu bringen, weil es mir wichtiger war, dass es ihm seelisch gut geht. Was für eine Entscheidung, ne? Ein Kind in ein Gefängnis zu holen. Ja. Was war das für eine Situation? Ich habe das eben kurz angedeutet. 24 andere Frauen waren in dieser Zelle? Ja, anfangs waren es 16, später also 24 waren es dann mittendrin. So. Und dazwischen der kleine Junge? Ja. Was war das für ein Leben da, für einen Alltag im Gefängnis? Mit dem Kleinen war es eigentlich besser als vorher, muss ich sagen, für alle Beteiligten. Weil das Leben im Gefängnis ist sehr begrenzt, sehr eingeschränkt, sehr routiniert. Man hat feste Zeiten, in denen man sich ausruhen kann, in denen man lesen kann oder auf den Hof kann. Und wenn ein kleines Kind da ist, das sich an keinerlei Regeln hält, dann ist es schon so, dass die Grenzen aufgeweicht werden und dass jeder vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß an dem Leben dort hat. Und mein Sohn war wirklich so, dass er für viele Motivation auch geschaffen hat und Hoffnung gegeben hat, weil er einfach ein sehr glückliches Kind ist. Und er hat versucht, diese Zeit dort, obwohl er sie nicht verstanden hat, sehr gut auch auszuleben mit uns gemeinsam. Er hat von jeder Frau etwas gelernt und das hat uns alle eigentlich sehr glücklich gemacht. Kinder sind ja auch widerstandsfähiger, als wir so häufig denken. Ja, ich hätte es nicht gedacht, aber das stimmt, ja. Mhm. Was waren das für Frauen, mit denen Sie da im Gefängnis waren? Wie lange saßen die da schon? Wie lange sitzen die noch? Die Frauen sind alle politische Häftlinge. Alle. In der Türkei wird im Gefängnissystem getrennt nach politischen und kriminellen Gefangenen. Mhm. Also es ist schon vom Staat so geregelt, dass man unter Politischen zusammen ist. Es gab sehr viele Frauen, die schon lange Zeiten inhaftiert waren. Eine war 24 Jahre lang inhaftiert. Die andere ist die längst inhaftierte Journalistin Hatice Duman, von der ich auch einen Brief erhalten habe und es veröffentlicht habe in meinem Buch. Sie ist seit 15 Jahren inhaftiert und muss noch weitere 15 im Gefängnis bleiben. 30 Jahre? Ja, wofür? Erschwerte lebenslange Haftstrafe sind 30 Jahre. Für? Das ist genau die Haftstrafe, die auch Nazlı Ilıcak, die Journalistin, bekommen hat für ihre journalistischen Tätigkeiten. Aber es wird natürlich nicht als Journalismus abgestempelt, sondern als Putschversuch oder Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Da gibt es ganz viele Begründungen. Das ist, wenn man solche Geschichten hört und dann selber erfährt, da werden jetzt Ermittlungen, da wird die Anklage vorbereitet, da wird dann ein Prozess vorbereitet und da stehen 15 bis 20 Jahre im Raum. Was geht einem da durch den Kopf? Das war ein Schock für mich, als ich in der Presse gelesen habe, dass für mich 15 bis 20 Jahre verlangt wird. Ich habe es im Gefängnis mitbekommen, in der türkischen Presse. Und ich habe sofort das Erste, was ich gedacht habe, war, wie alt wird dann mein Sohn sein, wenn ich hier 15 bis 20 Jahre drin bleibe? Was macht mein Sohn? Ich habe eigentlich nur an ihn gedacht, weil ich bin ohne Mutter aufgewachsen. Mhm. Ich kenne dieses Gefühl, unvollkommen zu sein. Und das Einzige, was ich immer gedacht habe, war, muss mein Sohn wirklich alleine zurechtkommen oder komme ich hier irgendwann frei? Ich meine, eine alte Wunde, ne, bei Ihnen. Alte Wunde, die im Gefängnis wieder geblutet hat. Weil Sie Ihre Mutter verloren haben bei einem Autounfall, da waren Sie 6 Jahre alt. Da war ich 6 Jahre alt. Sechs Jahre alt, ja.
Das heißt, die große Angst ist da, deren Sohn blüht im Grunde ein ähnliches Schicksal. Ja, genau. Und das war genau das, was ich nie wollte. Furchtbar. Einen Sohn aufwachsen lassen ohne Stimmt es, dass Ihr Sohn dann gependelt ist irgendwann? Also zwischen einem Gefängnis und dem anderen? Zwischen Ihrem Gefängnis und dem Gefängnis, in dem Ihr Mann einsaß? Ja, also wir wollten ihm zeigen, dass die Gefängnistüren für ihn offen sind. Dass er raus kann, wenn er will, und dass er wieder zurückkommen kann. Mhm. Ich wollte ihm klar machen, dass er immer gehen kann, sobald er sich frei fühlt und auch und er hat dann irgendwann begriffen, dass er raus kann und hatte auch das Vertrauen gewonnen, dass ich eben nicht weg kann, dass ich dort bleiben muss. Das heißt, er wusste, wo Sie sind. Er wusste genau, ich bin dort und ich kann nicht raus. Mhm. Deswegen haben wir ihn zweimal insgesamt zu seinem Vater geschickt, damit er auch seinen Vater sehen kann, ihn besuchen kann. Und er hat im Grunde verstanden, dass auch der Vater in einem Gefängnis sitzt. Mhm. Heute, wenn wir jetzt mal einen Zeitsprung machen, das vorhin auch kurz gesagt, es wurde dann fallen gelassen, schlussendlich aus Mangel an Beweisen. Wie ist es Ihrem Mann ergangen? Für meinen Mann war es ganz schwer, weil mein Mann hat weder unsere Inhaftierung mitbekommen, noch den Überfall in der Wohnung. Und er hat noch weniger mitbekommen als wir. Mhm. Silivri ist ein Hochsicherheitsgefängnis, das auch sehr bekannt ist. Er hat sehr wenig Kontakt, er hat gar keine Familie in der Türkei und mein Vater ist eigentlich der Einzige gewesen, der zwischen uns die Kommunikation hergestellt hat. Von daher hat er natürlich sehr große Bedenken gehabt wegen unserem Sohn. Er hat ihn nur zweimal flüchtig gesehen und hat eigentlich 8 Monate von mir nur über Briefe eigentlich irgendwas erfahren. Erfahren so. Sie beschreiben das auch und sagen, wenn so ein Leben dann nur noch aus so tröpfchenweise einsickernder Information besteht, dann ist das in Wahrheit kein Leben mehr. Wenn du mit jemandem sprichst, dann erwartest du eine unmittelbare Reaktion. Ja, wenn du jemandem eine Frage stellst, dann willst du eine Antwort, und zwar jetzt und nicht in 2 Wochen. Ich habe die ersten Antworten nach 4 Wochen bekommen. Ja, furchtbar. Mhm. Und da war eigentlich schon alles entschieden. Mhm. Mittlerweile leben Sie alle wieder als Familie in Deutschland. Genau. Was hat das mit Ihnen als Familie gemacht? Also der Traum konnte ich mir doch vorstellen, wenn man da sitzt. Und die große Hoffnung ist doch, irgendwann wird einfach alles wieder gut. Wird es das? Nicht ganz. Mein Mann pendelt immer noch zwischen der Türkei hin und her, weil unser Prozess noch weiterführt. Von daher ist er derjenige, der sozusagen noch die Prozesse mitverfolgt. Ich bin hier für meinen Sohn vorhanden und versuche eigentlich ihm diese Geborgenheit auch weiterhin zu bieten. Von daher sind die Risiken immer noch da. Also jedes Mal, wenn mein Mann in der Türkei ist, habe ich wieder schlaflose Nächte oder denke, wann hauen sie wieder zu oder wann passiert wieder irgendwas. Und auch wenn wir hier leben in Deutschland, wir wissen, dass es ein Prozess gegen uns läuft und dass diese Einschränkung wahrscheinlich auch für mehrere Jahre halten kann. Wenn ich zu einer Haftstrafe verurteilt werde, heißt es, dass ich nicht vielleicht einsitzen muss, weil ich in Deutschland bin, aber dass ich nie wieder in die Türkei kann. Beispielsweise. Ja. Ganz grundsätzlich, Jörg, ist es ratsam, auch für Touristen beispielsweise, jetzt in der Türkei Urlaub zu machen? Kann man das uneingeschränkt empfehlen? Naja, ich sag mal, viele Deutsch-Türken, die hier leben, die natürlich auch sehr aktiv Anteil nehmen an der politischen Situation in der Türkei und das dann auch kommentieren in den sozialen Netzwerken, wo man sehr aktiv ist. Da ist es sicherlich, und da sitzen nun auch einige, ja nun auch ein in der Türkei, weil sie eben Tweets abgesetzt haben, weil sie auf Facebook gepostet haben, weil sie Dinge gesagt haben, die nach türkischem Recht als Präsidentenbeleidigung gelten. Und die müssen damit rechnen, dass sie dafür belangt werden. Mhm. Und da muss, klar, also im Prinzip müsste jeder darüber nachdenken, was habe ich so in den vergangenen Jahren in den sozialen Netzwerken von mir gegeben und kann das gegen mich verwendet werden? Es gibt etliche Beispiele dafür, wo das passiert ist. Mhm. Und wir haben jetzt gerade im Wahlkampf ja wieder eine Situation gehabt, wo der türkische Innenminister auch hingegangen ist und hat gesagt, also wer immer sich hier in Deutschland politisch betätigt, wer hier an Demonstrationen teilnimmt, muss damit rechnen, dass er bei der Einreise in die Türkei dafür dann auch belangt wird. Frau Tolu, können Sie uns einmal erklären, auch als jemand, der beide Welten nun wirklich sehr genau kennt, woher kommt diese fast kultische Erdogan-Verehrung von Deutsch-Türken hier in diesem Land? Woher kommt diese Faszination für diesen Mann, diese Unterstützung auch wenn man solche Geschichten immer wieder hört?
Erdogan ist für viele ein starker Führer, der in den letzten Jahren gefehlt hat, sozusagen. Wir hatten ganz viele Regierungen, die nicht sehr stabil waren oder die nicht sehr viel erreicht hatten, immer wieder zusammengebrochen sind. Und Erdogan ist als jemand gekommen, der gesagt hat, ich werde das Land voranbringen, ich werde ein starker Führer sein, ich werde hinter allen, hinter der ganzen türkischen Bevölkerung stehen. Er hat vor allem aber die Deutsch-Türken, also die Türken, die in Deutschland leben, angesprochen dadurch, dass er ihnen das Wahlrecht gegeben hat. Das erste Mal durften Türken in Deutschland für die Türkei wählen, also haben sich zugehörig gefühlt zu irgendeinem, also zu einem Land. Das, was wir in Deutschland nicht gemacht haben. Er ist immer wieder nach Deutschland gekommen und hat propagandiert, dass er dahinter stehen wird, wenn sie hier in Deutschland Probleme haben werden. Er wollte sich für den Türkischunterricht in Deutschland einsetzen, hat mit Merkel darüber sehr oft auch öffentlich gestritten. Also er hat schon diese Rolle des starken Führers, der sich für seine Bevölkerung einsetzt, sehr oft hier präsentiert. Okay, aber trotzdem die Identifikation auch mit diesem Mann und ehrlich gesagt auch mit dem Land. Wir reden ja hier, ich habe das gelesen, auch Sie selber sagen, ich habe ein Problem eigentlich mit dem Begriff Deutsch-Türkin zu sein. Ich bin Deutsche, ich bin hier geboren, ich habe eine deutsche Staatsangehörigkeit. Das Türkin kannst du einfach weglassen. Ich bin Deutsche. Punkt. Und das trifft ja auch viele zu mittlerweile. Also, und auch gerade in diesem Teil der Gesellschaft gibt es genau diese Art von Verehrung. Gibt es Leute, die sagen, das ist unser Mann. Also die identifizieren sich deutlich mehr mit ihm als mit diesem Land. Woher kommt das mit diesem Land? Ja, gescheiterte Integration, auch von uns oder von der Bundesregierung gibt es natürlich auch sehr viele diskriminierende Problemfelder, die wir nie richtig ausgefüllt haben. Aber es gibt auch eine religiöse Bindung, die man nicht unterschätzen darf. Also viele haben ja, wählen immer noch Erdogan eigentlich wegen der Religion. Also Religion spielt eine größere Erdogan Rolle als wir das. Instrumentalisiert die Religion, ja, okay. Und das macht er eigentlich sehr gut. Er versucht auch bei jedem Wahlkampf eigentlich auch auf das Nationalgefühl und auf die Religion anzuspielen. Und das kommt schon bei vielen an, denke ich. Es ist, glaube ich, ein Thema, über das man irgendwann mal intensiver nachdenken muss. Die Frage der Religion, die Frage der Ausbildung der Imame, die Rolle von DITIB und vieles, vieles andere mehr. Jörg, wie ist es dir ergangen? Du hast, ich habe das vorhin kurz erwähnt, häufig berichtet, auch kritisch berichtet aus der Türkei. Und plötzlich, als es darum ging, die Arbeitserlaubnis zu verlängern, wurde das verweigert. Mit welchem Grund? Also ein offizieller Grund wurde uns nie genannt. Also es ist so, dass wir uns das zusammenreimen mussten, was wohl die Gründe gewesen sein könnten. Da gibt es mit Sicherheit viele Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Wir haben natürlich dann auch im Zuge dieser ganzen Affäre, nenne ich es jetzt mal, dann auch mit vielen Leuten noch gesprochen, die da näher dran waren und die uns dann auch Informationen gegeben haben. Also es ist wohl in der Tat so, dass da noch zum Beispiel die Affäre Böhmermann, das berühmte Gedicht damals auch, was ja eine Staatskrise ausgelöst hat, dass das immer noch auf dem Konto, ZDF-Konto stand. Verschiedene Berichte, die gemacht wurden, gar nicht mal unbedingt von mir, sondern auch von Kollegen, die nicht besonders gut ankamen. Also da gab es einige Punkte, die dazu geführt haben, dass das ZDF nicht so gut gelitten war. Und offensichtlich gab es im Presseamt den Plan, eine Liste zu erstellen mit ausländischen Medien, speziell mit deutschen Medien, an denen man ein Exempel statuieren wollte. Und es wurde wohl, wie uns berichtet wurde, die türkische Botschaft in Berlin beauftragt, eine solche Liste zusammenzustellen. Auf dieser Liste stand dann eben auch das ZDF, da stand der Kollege Thomas Seibert vom Tagesspiegel und andere drauf. Und das wurde dann irgendwann exekutiert. Und man hatte den Plan offensichtlich, auch ausländische Medien enger zu führen, beziehungsweise den Beweis anzutreten, dass man in der Lage ist, auch auf die Personalpolitik von ausländischen Medien in der Türkei Einfluss zu nehmen und letztlich selbst zu bestimmen, wer zum Beispiel als deutscher Journalist aus der Türkei berichtet. Und gleichzeitig aber offensichtlich auch der Wunsch, sich sozusagen in einem besseren Licht zu präsentieren und für ein anderes Image letzten Endes zu werben. Sie berichten von diesem Pressebüro, das versucht, Kontakt aufzunehmen zu deutschen Medien, die sagen, pass auf, lass uns mal ein Interview machen, wir können da was vermitteln. Erdogan könnte im deutschen Fernsehen mal ein größeres Interview geben. Wie ist das abgelaufen?
Das war im Vorfeld des Besuches von Präsident Erdogan hier in Deutschland. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so unüblich. Also, dass dann versucht das Presseamt, Exklusivinterviews mit dem Präsidenten zu vermitteln. Es gab kleinere Ungenauigkeiten, sage ich mal, im Angebot. Heißt? Es wurde zum Beispiel das ZDF... Also man bat darum, dass Anne Will den Präsidenten dann interviewen möge, wenn das ZDF das Interview mit ihm macht. Wir wissen, dass Frau Will für die ARD arbeitet. Also das sind jetzt Sachen, wo man eigentlich vermuten sollte, dass das Presseamt in Berlin besser informiert ist. Aber das, sag ich mal, das sind eigentlich Vorgänge im Vorfeld eines Staatsbesuches. Klar, möchte natürlich dann der Präsident gerne in deutschen Medien auftreten und seine Sicht der Dinge dann kundtun. Das wurde dem ZDF und der ARD und anderen angeboten. Aber das zeigt ein bisschen, auch wie in Ihrer Geschichte, dass da manchmal die linke Hand offensichtlich nicht ganz so genau weiß, was die rechte tut. Ist sehr bewegend, was Sie erzählt haben, Frau Tolu, und auch interessant zu sehen, wie wichtig es ist, Sie beide kennen sich. Jörg hat Sie da ja auch durchaus unterstützt und für Öffentlichkeit gesorgt, auch immer wieder in Ihrem Fall, wie wichtig das ist auf der einen Seite und wie sehr man dann aber auch was bewegen kann, wenn man sich zu Wort meldet und auf diese Art und Weise auch ein solches Regime unter Druck setzt. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier in der Runde. Axel Milberg ist bei uns, der ein politisch sehr interessierter Mensch ist und den ich gerne fragen würde, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie eine solche Geschichte hören? Kiel, Holstenstraße, Anfang 70er Jahre, Aufsteller, Fotos von Folterspuren bei kurdischen Gefangenen. Mhm. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist 40 Jahre her. Mhm. Was mich damals, ich hatte sowas noch nie gesehen und man sieht es ja auch selten, aber große Fotos, Flugblätter wurden verteilt und so weiter. Schrecklich, dass es das gibt, dass es das gab, dass das nicht aufhört. Aber das Letzte, was Sie sagten, zeigt ja auch, dass die Destabilisierung autokratischer Systeme vor allen Dingen durch wirtschaftlichen Einfluss geschieht und leider nicht durch die Diskussion der Menschenrechte. In dem Sinne waren wahrscheinlich die Aktionen in der Holstenstraße in Kiel auch nicht sehr erfolgreich, aber ich habe natürlich sofort unterschrieben. Gegen Folter. Also es beschäftigt mich auch nach wie vor sehr und bin da auch bei Amnesty aktiv. Okay. Das ist ganz interessant und passt eigentlich so gar nicht zu dem, was ich eingangs erwähnt habe. Sie sind 58 geboren, also sozusagen deutlich, oder 56 sogar? Nehmen wir 58. Nehmen wir 58 heute mal. Na, ja, aber 56 kommt der Wahrheit näher, ja? Wir entscheiden uns aber für 58. Am 1. August auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall 58 sind Sie geboren. Vielleicht auch 60, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall deutlich nach dem Krieg und deutlich aber wiederum vor 68. Also vor der Zeit, in der andere politisiert worden sind. Damals waren Sie schlicht und ergreifend noch zu jung. Und sagen, wir sind deshalb so eine Generation, die so seltsam, na, apolitisch ist es nicht, aber so zwischenpolitisch geworden ist. Wir sind so irgendwie so durchgekommen und keiner hat sich so richtig jemals für das interessiert, was wir eigentlich zu sagen hatten. Ja, es gab zwei Mitschüler auf der Kieler Gelehrtenschule, die beide aktiv waren in der RAF, in der RAF, und die beide auch von der Polizei erschossen wurden. Georg von Rauch und Thomas Weißbecker, die waren ein paar Klassen über mir, beide aus dem, wie man so sagt, Mittelstand, die Eltern Professoren. Beste Verhältnisse. Beide waren unbewaffnet auch, aber es gab ja nun diese unterstellte Notwehr der nervösen Polizei damals. Und das waren sozusagen Familien in unserer Nachbarschaft in Düsternbrook, Thomas Weißbecker und Georg von Rauch. Wir hatten auch wenn wir nicht 68er sein konnten, weil ich da 10 Jahre, wie ich gerade erfahren habe, erst war. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Man hilft, wo man kann. Ja. Wir hatten zum Beispiel das DDR-Geschichtsbuch unter unserem unter dem Tisch
im Geschichtsunterricht und haben dann immer den Lehrer gestresst, indem wir sagten, Moment, es ist ein bisschen anders gewesen. Ja? Und haben das dann immer verglichen. Aber wir hatten gute Lehrer, engagierte, idealistische Lehrer, die wirklich auch ausführlich über das Dritte Reich und alles sprachen. Also das hatten Sie, ja? Sie hatten dort nicht gab die... Es. Also es gab schon eine Politisierung, aber die war sehr individuell, die mündete jetzt nicht in großen Kundgebungen. Das hat dann jeder für sich später gefunden oder auch nicht gefunden. Aber es gab Sympathien mit den 68, das war ganz klar. Ich weiß noch, wie ich dann nach München umzog später, war ich ganz erstaunt, wie schick München ist, wie wenig, sagen wir mal, links oder kommunistisch. Man trug da keine Parkerjacken mit einem Peace-Zeichen hinten drauf und hatte lange Haare und der Kopf verschwand so zwischen den Schultern. Ja. Und man musste einmal außen rum gehen, um zu sehen, ist es vielleicht ein Mädchen oder ein Junge. Das war in München alles anders. Tipptopp. Ja, das ist der Grund, warum Sie sagen, ein Norddeutscher ist schwer von einem Außerirdischen zu unterscheiden. Diese Parkers. Ja, nicht nur die Parkers, sondern... wenn ich vielleicht etwas ausholen darf, Düsternbrook ist ja ein Stadtteil von Kiel, ja, am Westufer der Kieler Förde. Und in den 20 Jahren nach Kriegsende, dort lebten die Familien, die es irgendwie hinbekommen haben, in einem kleinen Paradies. Gärten, Villen, es war ruhig auf den Straßen und man ging aufs Gymnasium und so weiter und spielte Tennis und so. Und dieses Idyll, dieses Behütetsein führte bei mir dazu, dass ich sagte, warum werden wir behütet? Vor was werden wir behütet? Was ist denn, was meinen denn eigentlich die Eltern? Ich habe erst sehr viel später begriffen, dass das Kriegsende noch nicht so weit her war. Dass es noch in den Menschen irgendwie drin steckte, Krieg und Kriegsgefangenschaft, meine, Ihre Zerstörung. Eltern, Jahrgänge, korrigieren Sie mich, wenn ich wieder was Falsches sage. 20 und 22. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also die kamen aus diesem Trümmerfeld. Und irgendwie Überlebende auch. Ja. Und Kiel war zu 80% zerstört. Und mich hatte aber eben als kleines Kind interessiert, wovor werden wir behütet? Und es stellten sich da viele Fragen. Warum hat mein Bruder so ein grünes Gesicht, als meine Mutter ihn in den Spinat getunkt hat? Und der Spinat ist gar nicht abgefallen. Warum hat der Kinobesitzer Czepanek auf der Straße mit dem Handrück über meine Nase gefahren und hat gesagt zu mir, guck mal, deine Nasenspitze, hier habe ich sie. Und ich war wahnsinnig erschrocken. Und das hat er in den Jahren danach noch ein paar Mal auf der Straße gemacht. Und dann habe ich aber mitgespielt, um Herrn Czepanek nicht zu enttäuschen. Ja. Und warum ist Lilly nicht so verliebt in mich, wie ich in sie? Und auf all diese zentralen Fragen meines Lebens im Idyll Kiel-Düsternbrook bekam ich eines Tages eine Antwort. Da betrat nämlich ein braun gebrannter Schweizer die Aula der Kieler Gelehrtenschule und erzählte, dass also die Geschichte der Menschheit vollkommen neu geschrieben werden muss. Außerirdische Astronauten hätten in grauer Vorzeit schon, wären sie auf der Erde gelandet. Wow. Und in Mexiko, in Südamerika, auf den Osterinseln, überall gibt es Spuren. Ganz eindeutig handelt es sich da um Raumschiffe. Die Götter waren extraterrestrische Astronauten. Und sie haben wahrscheinlich mit den Urmenschen und ihrem Astronautensperma, entschuldigen Sie das Wort, Astronaut, sich vermischt. Und in einer Eiszeit wären die Minusvarianten sozusagen entsorgt worden. Und das leuchtete mir alles sehr ein. Und plötzlich verstand ich Kiel und dachte, Kiel, KI ist das Kennzeichen der Autos, künstliche Intelligenz. Ja. Die Postleitzahl 23. 23, die magische Zahl der Illuminaten, zweiter und dritter Buchstabe Alphabet, also BC, Before Christ. Jetzt verstehe ich alles. Und mein Bruder mit diesem grünen Gesicht. Und ich verstand auch die Kieler etwas besser, weil ich plötzlich verstand, warum die so stundenlang auf der Straße stehen und sich über das Wetter unterhalten können. Wie alle Norddeutschen, nicht nur wegen der Parkerjacken, sondern haben gesagt, das Wetter, heute ist es Nordost, gegen Donnerstag wird es Nordwest, der Windrichtung wird weg.
gewechselt. Also wie Menschen sich für das Wetter interessieren, die eine sehr lange Rückreise planen. In eine ferne Galaxie. Ja. Früher waren Verschwörungstheorien einfach noch gut, oder? Ja, die waren sehr lustig. Ja, und mit 15 bist du ein großer Freund von einfachen Erklärungen. Wobei, Sie haben das nicht verstanden, Herr Hawks. Das ist keine Theorie. Ja, genau. Ich bin übrigens auch in Kiel aufgewachsen, und zwar gar nicht weit von Ihnen in Gaarden. Das war damals so ein Arbeiterviertel, da hingen noch kommunistische Plakate an der Wand. Und das war auch sehr geheimnisvoll und sehr durcheinander, weil man spürte noch den Krieg so irgendwie im Hafenbecken. Ja. Und ich bin dann, also Däniken war großartig, oder? Also Däniken hat ja wirklich damals so, fast so eine Art Heilandfunktion gehabt, weil er genau diese ganzen Fragen, die man niemals beantworten konnte, gelöst hat. Nicht? Und der reist ja immer noch. Hat der Riesen. Erich von Däniken. Ich wollte gerade sagen, er ist noch unterwegs, ich glaube 83. Und ist immer noch nicht abgeholt worden von den Außerirdischen. Das wiederum spricht. Das hat eine Geschichte, was die rechnen ja in ganz anderen Zeitdimensionen. Ja? Das sind ja 83 Jahre nichts. Herrlich. Und er war eben sehr braun gebrannt, war aber gerade aus dem Gefängnis gekommen, wo er wegen Betrug einsaß, 1971. Und ich dachte, ein sehr braun gebrannter Ex-Häftling, da stimmt doch was nicht. Aber als er dann anfing, von den Astronauten zu sprechen, war mir klar, der Mann ist top seriös. Ja. Das kann mich wieder beruhigen. Aber Sie waren doch auch so braun gebrannt zwischendurch mal, ne? Habe ich gelesen in Ihrem Buch. Hatten Sie so eine Höhensonne schon in Ihrem Villenviertel? Ach so. So ein Solarium? Ja, das war damals so üblich. Meine Mutter war ja Ärztin und Kiel. Das war damals so üblich, ist gut. Bei mir zu Hause gab es kein Solarium. Kein Solarium. Das war eine Höhensonne. Die stand da und wurde angestellt und es knackte. Und wir saßen in so einem grünen Licht, hatten so kleine, schicke Sonnenbrillen auf, die an den Rändern Leder hatten. Gesichtsbräuner, sagt ihr. Es roch nach Ozon. Und da saßen wir dürr und mit unseren eckigen Schultern, weiß, käseweiß. Vor allen Dingen, wenn meine Mutter Besuch erwartete, dann wurden wir entweder etwas vorher gebräunt, mit Lebertran fit gelöffelt. Und meine Mutter kniff uns in die Backen. Damit sie gesund, dass wir knallrote Wangen hatten und die Gäste beruhigt wieder abfahren konnten. Das ist gut, ja. Mit Tante Erna, alles in Ordnung. Herrlich. Ja. Ihre Mutter war Ärztin. Ja. Ihr Vater war Rechtsanwalt, ne? Stimmt. Ja. Hat aber als Ärztin dann nicht mehr praktiziert, als die Kinder da waren? Ja. Das machte man früher nicht, ne? War eine andere Zeit. Genau, ja, das war auch bedauerlich. Aber sie hat dann immer mal aus ihren Ärztebüchern uns abschreckende Fotos gezeigt von Ausschlag und von hautärztliche Phänomene. Super. Wenn wir irgendwie den Lebertran nicht oder das und das zu uns nehmen wollten, sagt sie, Moment, schau dir das mal an, hier Mangelerscheinungen und so. Das waren Farbaufnahmen, so drei Bilder nebeneinander. So aus dem Pschyrembel, ja? Ja, und dann hat man alles geschluckt, was sie einem... Sie selber, sie ist inzwischen verstorben, hatte auch... Jahrzehnte, nachdem sie nicht mehr medizinisch tätig war, noch einen Rezeptblock, wo oben ihr Name stand, Dr. Med. Elisabeth Milberg, und konnte aufschreiben, was sie wollte. Und hat es in der Apotheke bekommen. Und sie hat es für sich meistens aufgeschrieben. Und in einer Kommode mit drei Schubladen, die randvoll waren mit Arzneimitteln, sie alle Gott sei Dank nie genommen hat. Aber zu wissen, man könnte, und sie sind da, griffbereit neben dem Bett stand diese Kommode, hat sie beruhigt. Und nach ihrem Tod sind wir mit großen blauen Müllsäcken, die haben wir zu einer Sondermüllabgabestelle für pharmazeutische Produkte geschleppt, wuchteten sie dort auf den Tresen. Und dort sagte man uns, tut mir leid, wir machen keine Apothekenauflösungen. Also die glaubten mir nicht, dass das aus einem Privathaushalt stammt. Ja. Großartig. Das meiste war natürlich längst über das Verfalldatum, Jahrzehnte später und so weiter. Herrlich. Aber niemand hat die Arzneien zu sich genommen. Alles herrliche Geschichten aus diesem wunderbaren Buch. Das ist toll geschrieben. Und darin taucht unter anderem, Sie haben sie kurz schon erwähnt, Lilly auf.
Ja. Wer ist Lilly oder wer war Lilly? Lilly steht sozusagen, ist ein junges Mädchen, in das mich verknallt hatte. Ich toll fand. Wie alt waren Sie? Ich war 16 und sie... Und sie 31. Nein. Unterrichtete Latein und Griechisch. Ja, genau. Nein, sie war ein Jahr jünger. Oh, süß. Darf ich etwas... Bitte. Etwas von Lilly erzählen? Wenn einer hier lesen darf, dann ja wohl Axel Milberg, würde ich sagen, oder? Also man muss dazu Folgendes wissen, oder eine Sache nur wissen. Der Eulenspiegel ist ein Teich in dem Gehölz in Kiel, das dem Stadtteil den Namen gab, im Düsternbrook. Und da ist immer bedeckt gewesen mit grünem Entenflott. Ja, oder mit Lebertran auch. Ja, Lilly verfügte über A, kräftige weiße Zähne, man kann sagen, sie hatte ein starkes Gebiss. B, Schnelligkeit im Denken und Handeln, sehr schnell. C, Abwesenheit von Selbstzweifeln. D, eine leichte Neigung zu Suchtverhalten, zum Beispiel Rauchen, Pferde und anderes. Und dann kam sie. Sie spielte mit Renate, sie kicherte, hatte zu tun, kam nicht hoch in den Clubraum der Tennisgesellschaft Düsternbrook. Ich mochte alles an ihr. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingeraten war. Wir standen unter den Kastanien am Fahrradständer. Früh wurde es dunkel, es roch nach feuchtem Laub. Es war Mitte September, die Tennissaison ging in diesen Tagen zu Ende. Herbst lag in der Luft. Lilly und ich würden uns frühestens im Mai wiedersehen. Man müsste sich verabreden. Ich könnte was sagen. Ich müsste sie aufhalten. Sie versuchte, ihr Moped aufzuschließen. Das Schloss klemmte. Sie fragte mich, und... Wie geht's dir? Sie betonte, dass dir das klang wie, was stehst du hier rum? Gut, was liest du gerade? Kafka, wie ist der? Ich mag ihn, ich verstehe ihn. Ist der nicht so düster? Finde ich nicht. Nein, okay. Und sonst? Sonst was? Ja, geht dein Fahrrad wieder? Nee, Platten. Kannst du ihn mal reparieren lassen? Ich könnte vorschlagen, dass wir uns nicht erst im nächsten Frühjahr wiedersehen, wenn die Saison beginnt, ab dem 1. Mai. Aber wie kann ich an der trennenden Ordnung der Tennisgesellschaft rütteln, die den Spielbetrieb des Vereins für 7 dunkle Monate unterbricht? Oh, wie kompliziert. Da spricht jemand. Ich höre meine Stimme, die ganz was anderes sagt. Zum Beispiel beschreibt Kafka, wie er nachts im Bett sich gar nicht vorstellen kann, dass er am Tage auch nur ein paar Meter sich hat fortbewegen können, um von einem Dorf zum anderen zu reiten. Unmöglich ist das. Kennst du das Gefühl auch? Mit dieser Frage setzte ich unser Gespräch fort. Ja, ist verrückt. Nachts im Bett. Also dann, ich muss jetzt. Du, da also bei euch am Eulenspiegel. Ja, sag schnell, was ist da? Lilly wurde ungeduldig. Da hat mich mal ein Schwan in den Daumen gebissen, als ich beim Füttern ganz klein war. Also nicht ich wurde gefüttert, andersrum. Ich habe versucht, den Schwan zu füttern, als ich klein war. Nicht der Schwan. Tschüss dann, rief sie mir im Losradeln zu. Und dann drehte sie sich lachend um. Das machen die Schwäne ganz gerne mal. Es war schon kurz nach 8. Ich sah ihr nach, den Karolinenweg hoch. Sie stand auf den Pedalen, die Straßenlaternen gingen an. Und in dieser Sekunde begann einer dieser langen Kieler Winter, in denen man sich nicht vorstellen kann, dass es jemals anders war oder wieder anders sein wird. Warum war ich so schüchtern? Alles war so tief und bedeutend. Warum? Ist das schön. Großartig. Herrlich. Also, es ist sozusagen auch der Versuch, sprachlich immer und vom Wissen und vom Horizont in der jeweiligen Altersstufe zu erzählen. Nicht genau. Klüger zu sein, als ich damals war. Nicht zurückzuschauen und das einzuordnen, sondern so blöd und tölpelig und ungeschickt zu sein, wie damals, als ich 3, 7 oder 16 Jahre alt war.
Und es wertet nicht, es bewertet vor allen Dingen nicht. Das ist mir eben auch wichtig. Es beschreibt einfach was. Das ist ja so einfach, so klüger dann. Ja, genau. Sie beschreiben so einen Streit auch der Eltern und wie man sich dann wieder versöhnt. Sie werden Zeuge dieses Streits und so weiter. Und eigentlich ist die Hoffnung damit verbunden, dass wenn der Streit zu Ende ist, dann ist die Welt wieder so, wie sie vorher war. So wie wir es eben auch gerade gehört haben. Aber die Welt danach war nie wieder so, wie sie vorher war. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Milberg. Weil Sie gerade sagten, warum war ich bloß so schüchtern? Sie waren gar nicht schüchtern, ne? Ich war ziemlich outgoing, wie man heute sagen würde. Also ich war schon extrovertiert und aber Sie sind beides, bossy. Oder? Und ist natürlich keine Autobiografie, sondern es sind Elemente, sagen wir, die Grundierung einer ersten Phase des Schreibens. Ich habe an dem Buch 2,5 Jahre gearbeitet. Die erste Phase war, ich sammle Erinnerungen, aber sich erinnern heißt erfinden. Aber diese nahezu authentischen Geschichten habe ich dann verändert, zugespitzt oder beschrieben, was hätte sein können oder was ich, wonach ich mich gesehnt habe, aber nie bekommen habe. Und in den Geschichten folge ich sozusagen den Möglichkeiten. Und interessanter war aber eben, das Kind auch Axel zu erzählen, was zufällig den gleichen Vornamen hat wie ich, dass er schüchtern beobachtet, als zu sagen, hoppla, jetzt komm ich. Ja. Aber es widerspricht sich. Auch. Weil Sie gerade sagten, da gab es Dinge, nach denen ich mich gesehnt habe, die habe ich aber nicht bekommen. Und was war das denn? Es kam immer ein Onkel von mir aus Hamburg zu Besuch, also immer zweimal im Jahr vielleicht, Onkel Oki. Und der führte offensichtlich ein Leben, das mir gefallen hätte, nachdem ich mich auch damals schon gesehnt habe. Großspurig, laut, interessant, etwas prahlerisch, elegant. Er duftete immer gut und aß dann den Rehrücken, den meine Mutter zubereitet hatte und schlief dann um Dach in meinem Kinderzimmer und rauschte dann wieder ab und war von einer besonderen Ungeduld, während er in Kiel seine Familie besuchte, eben uns, als hätte sozusagen ein Managementfehler ihn in diese Provinz verkauft, wo er eigentlich ganz woanders sein müsste. Das gefiel mir aber alles ganz gut. Also dieses so besonders mit sich selber umgehen und sich zu etwas, für etwas Besonderes halten und diese Ungeduld, dieses Prahlerische, verlangte er aber auch von uns eigentlich. Und die Intensität von Leben, das war so eine Vorgabe, wo ich dachte, nicht dachte, ich dachte überhaupt nicht, sondern nur instinktiv, davon will ich was haben. Haben Sie das dann in Bayern gefunden, in München gefunden? Absolut. Das ist ganz was anderes. Nein, ich liebe natürlich auch Kiel, seit ich in München lebe. Klar, was man jetzt halt so sagt. Wie das so ist. Ja. Nein, wirklich. Ja. Besonders zwischen April und September. Zwischen April und September. Wenn es nicht diesen Dauerregen gibt. Wenn es nicht Niesel und wenn Tennissaison wieder ist. Ja. Herrlich. Jetzt waren wir gerade in dieser Biografie, da waren Sie jetzt gerade 16. Ja. Lilly war 15. Ja. Sie waren 16. Ein paar Wochen sehen wir uns wieder, machen wir den zweiten Teil. Was halten Sie davon? Finde ich gut, oder? Großes Vergnügen. Finde ich herrlich. Herzlichen Dank, Axel Milberg. Sehr schön. Mann, was für eine Begabung. Was für eine Begabung. Ich habe hier noch auf dem Zettel stehen, so einen alten, herrlichen Derrick-Ausschnitt hatten wir auch noch irgendwie am Start. Aber den schauen wir uns... Tatsächlich Derrick? Ja, Derrick. Von 1984 oder so etwa. Ja, genau. Ja, ja. 86, glaube ich. Aha. Heute sind wir mit Jahreszahlen nicht gut. Wir beide nicht. Aber gefällt mir ganz gut. Wenn es zu Ihren Gunsten ausgeht, ist das angenommen. Matthias Hawks ist bei uns, den wir ganz herzlich begrüßen. Der ganz in der Nähe offensichtlich von Axel Milberg aufgewachsen ist und der das unterschreiben würde, was er sagt, diese 58er, 56er, 60er Generation, für die hat sich eigentlich nie einer so richtig interessiert. Und wenn ja, was ist von denen eigentlich geblieben? Ja, das ist so ein bisschen Opfergerücht, nicht? Also für uns hat sich nie jemand interessiert. Also 68 war ja eine lange Welle von letztendlich Wertewandel und Gesellschaftsveränderung. Die hörte ja nicht plötzlich auf damit, dass ein paar Studenten sich lange Haare wachsen lassen. Also ich hatte damals, auch wenn man das nicht glaubt, lange Haare und bin dann in den... Heute haben Sie einfach mehr Gesicht, das ist in Ordnung. Ja, genau. Man wächst in sein Gesicht hinein. Und ich bin dann in Frankfurt aufgewachsen, in diese
soziokulturellen, wilden Zeiten, habe lange in Wohngemeinschaften gelebt. Und ja, damals war das Thema Zukunft, gesellschaftliche Zukunft natürlich auch schon immer eins. Nicht? Aber ich denke irgendwie die ganze Zeit nach über seinen Trick mit Kafka, diese Anmachtricks, also wirklich fantastisch. Da muss man mal drauf kommen. Ja, also, total. Kafka. Klavierspielen ist auch gut. Ja. Super. Kommt auch gut. Spielen Sie Klavier? Ja. Ich hab's ja. Tennis ist nicht gut, wenn man Klavier spielt und umgekehrt. Ja, ist richtig. Bei Tennis soll man das Handgelenk eher festhalten und beim Klavier soll es locker sein. Aber Kafka hat ja in dem Fall auch nicht wirklich zum Ziel geführt. Aber ich finde diese Kindheit so schön beschrieben, weil das war ja so, es war eine enge Welt, ich habe das auch so erlebt, in der unheimlich viel Stillstand irgendwie herrschte und Verblockade. Und gleichzeitig war man dann so als einsamer junger Mensch, da ist man immer so ein bisschen einsam, so, ich habe dann immer zu den Sternen rausgeschaut und bin in einer Welt groß gewachsen, groß geworden, in der es drei große Versprechen gibt, an die ich mich jetzt immer wieder erinnere. Ist ja ein halbes Jahrhundert zurück. Nämlich erstens, wir werden in der Zukunft alle ein Flugauto haben. Ja, zweitens, der Krebs wird besiegt sein. Und drittens, wir machen Urlaub auf dem Mars. Das sind so meine drei Benchmarks, über die ich die ganze Zeit nachdenke. Warum kommt es so und warum kommt es nicht? Also ich habe damals eigentlich schon meinen Beruf quasi angetestet, so als Zehnjähriger. Ich war dann bei der ersten Mondlandung. Wir haben ja lauter Jubiläen, Zukunftsjubiläen dieses Jahr. Woodstock. Ja, Woodstock wurde gerade abgesagt, das Revival, weil irgendein Sponsor abgesprungen ist. Das ist auch traurig, ne? Das ist ja wirklich unfassbar. Das ist das Ende, finde ich auch. Wenn Sponsoren absagen, dann findet Woodstock nicht statt heutzutage. Ja, sieht man schon, die Zukunft war früher besser. Und dann Mondlandung. Dieses Jahr haben wir Mondlandung. Und ich finde, also das Zukunftsthema ist wunderbar. Es liegt breit vor unseren Füßen. Sie nennen sich, Herr Hawks, einen melancholischen Possibilisten. Ja. Was ist das? Kommen Sie gleich wieder mit den Fremdwörtern. Es gibt einen alten Streit, das führt sich zurück auf einen gemeinsamen Bekannten, Hans Rosling, der Schwede, einer der größten, ich finde auch großartigen, also Statistiker, da denkt man furchtbar, aber der hat wirklich die Welttrends erforscht und hat uns ein Instrument in die Hand gegeben, mit dem man sehen kann, wie hat sich die Menschheit entwickelt bis heute. Und vieles davon ist auch prognostisch, also man kann es durchaus weiterzeichnen. Und Hans Rosling ist im letzten Jahr ja gestorben. Und der Sie ist kannten immer so, sich, ja? Wir kannten uns ganz gut. Ich nutze auch viele seiner Daten. Und der hat ja einen wunderbaren Test gemacht, den Global Ignorance Test. Der testet unser Wissen über, wie verändert sich die Welt, also die Menschheit. Und da gibt es eine wunderbare Frage drin, die stelle ich immer gerne dem Publikum und an anderen Punkten. Wo ist die Geburtenrate höher, in den islamischen Ländern oder in den christlichen Ländern? Ja, denken wir mal darüber nach, wo ist die Geburtenrate höher, in den islamischen oder in den christlichen Ländern? Und jeder sagt natürlich spontan, in den islamischen Ländern. Aber stimmt nicht. Also und Hans hat eben ein erklärt, warum ist das so? Das liegt einfach daran, dass Geburtenraten an was ganz anderem liegen, an Verstädterungen. Also wir haben zum Beispiel in einem islamistischen Land wie Iran, haben wir heute eine Geburtenrate wie in Schweden, 1,8. Mhm, das stimmt, ja. Und lauter solche Überraschungen hat er eben auf die Welt gebracht, über wie wir die Welt sehen, also wie sie sich in die Zukunft bewegt und wie sie wirklich ist. Und er war immer furchtbar genervt davon, dass ihn Journalisten immer angegriffen haben. Er sagt, warum sind Sie so optimistisch? Sie sind ja Optimist, das ist heute ein Schimpfwort. Ja. Und er war dann so wütend, hat er gesagt, ich bin kein Optimist, ich bin auch kein Pessimist, ich bin ein Possibilist. Ja, okay. Also er hat auch Schwerter auf der Bühne geschluckt und mit Waschmaschinen auf der Bühne geredet, weil er wollte, dass die Menschen ein Gefühl dafür haben, wie die Welt wirklich ist und wie sie sich verändert. Und Possibilismus heißt eben Möglichkeitsdenken. Ja, genau. Ich hätte ihn so gerne mal erlebt. Ich bin auf diesen Mann erst gestoßen vor einem Jahr ungefähr. Ein riesig erfolgreiches Buch gemacht. Factfulness heißt das. Das liegt bei mir zu Hause auf dem Nachttisch. Lese ich immer mal wieder drin. Das ist ein dicker Wälzer, aber ein großartiges Buch, um die Welt zu verstehen. Und Ihr Blick, sagen Sie, ist auch so optimistisch, Herr Hawks, in die Zukunft? Es geht ja schon wieder los. Possibilismus heißt ja, dass man in Möglichkeiten denkt. Und in diesen Möglichkeiten kann auch das Schlechte passieren. Und passiert ja auch das Schlechte, wir wissen das ja. Ich weiß, aber Ihre Grundhaltung zum Leben, wie ist die? Ist die optimistisch oder ist die pessimistisch? Ja, die ist eben Factfulness, nicht? Also ich habe den Namen auch erfunden von diesem Buch, da bin ich ganz stolz drauf. Haben Sie wirklich? Ja.
Und weil es gibt ja etwas, er hat sich Faktivist genannt, also ja, ein Aktivist der Fakten. Und wenn man sich mit den großen Trends auseinandersetzt, ja, über viele Jahre, dann merkt man plötzlich, unsere Weltbilder sind völlig verschoben. Mhm. Also das heißt nicht, um das immer klarzustellen, dass die Welt gut ist oder fantastisch ist oder toll ist, aber in den großen, wichtigen Trends, Hunger, Bildung, mhm, selbst Frauenemanzipation, auch das, wenn man das gar nicht glaubt, Ernährung, gibt es sehr, sehr viele positive Entwicklungen, die wir alle nicht, so die wir alle, ja, nicht kennen. Ja. Mhm. Und das ist eben das Interessante, wo wir uns in der Zukunftsforschung mit auseinandersetzen, mhm, warum konstruieren wir eigentlich im Kopf die Welt so, wie viele Menschen sie sehen, nämlich sehr negativ, ja, und auch fatalistisch. Und warum ist das so? Haben Sie eine Erklärung dafür? Also es gibt zwei oder drei Erklärungen. Das eine ist einfach Evolutionspsychologie. Wir sind als Menschen darauf geeicht, das, was schlimm ist, wahrzunehmen. Ja? Wir sind die Nachfolger auch biologisch der Ängstlichen. Weil wenn vor 100.000 Jahren die Leute vor der Höhle saßen und sagten, ja, es raschelt im Busch, aber ich trinke jetzt meinen Latte Macchiato in aller Ruhe, dann waren sie's nicht, wurden sie nicht unsere Vorfahren. Ja? Dann wurden sie gefressen. Logisch. Also wir sind quasi angstverschoben. Wir sind angstverschoben, weil sonst hätten wir nicht überlebt. Ganz einfach. Ja. Ja? Und deshalb sehen wir immer, es raschelt im Busch. Wir sehen das immer. Und wir können, glaube ich, auch, also das bezieht sich dann jetzt auf unseren Kulturkreis, wir können mit Wohlstand nicht wirklich umgehen. Ja? Also wenn Sie in einen Supermarkt reingehen, mhm, und diese Fülle sehen, dann irgendwie haben sie immer das Gefühl, das ist eine Sinnestäuschung. Ja? Weil früher unsere Vorfahren haben ja Millionen Jahre in Knappheiten gelebt, in extremen Knappheiten. Mhm. Die hatten ja nie was zu essen. Dann kamen die Mammuts, dann kamen sie wieder nicht. Und diese Verschiebung ist das eine. Und das andere ist das mediale System. Mhm. Also wir sind in einer Aufmerksamkeits- und ja, in einer medialen Knappheit, wo Millionen Medienkanäle um die Aufmerksamkeit von Menschen ringen. Beispiel? Und was, womit kann man das tun? Mit Angst. Ja. Angst. Also können Sie es mal an einem vielleicht aktuellen Beispiel erklären, ja, wie diese Mechanismen funktionieren? Also die typischen Diskussionen, die wir alle, diese Zyklen von Diskussionen, die wir, mhm, alle führen über jedes beliebige Thema. Also denken wir Sicherheit zu Hause. Vor 5 Jahren gab es oder vor 4 Jahren gab es eine Einbruchsserie. Da ist der Anteil der Hauseinbrüche ist stark gestiegen für eine, mhm, kurze Zeit. Da hat sich eine Methode durchgesetzt, die dann aber auch wieder abgebaut wurde. Da haben alle deutschen Talkshows und alle Zeitungen haben natürlich darüber berichtet. Und, mhm, ich kann mich noch erinnern, da gab es eine große deutsche Talkshow. Da wurde mit der Frage, kann der Staat die Deutschen noch schützen? Wer war das? Wollen wir gar nicht drüber reden, okay, über Ihre Kollegen. Ja. Da stand dann ein Waffenhändlerbild im Hintergrund. Ja, da stand ein Waffenhändler, der Waffen verkauft. Am nächsten Tag ist die Anfrage nach Waffen in deutschen Geschäften um 50% gestiegen. Am übernächsten Tag schrieb dann eine große Boulevardzeitung, Deutsche bewaffnen sich gegen Einbrecher. Also Sie verstehen, wir haben einen Negativitätsbedarf in den Medien. Wir müssen immer neue Ängste hochkommen lassen. Aber das ist ja auch wieder so, also mir fällt gerade, wenn Sie jetzt sagen, 50% gestiegen, mich würden mal die absoluten Zahlen interessieren, weil Waffen kaufen kannst du ja nicht einfach so in Deutschland. Ich vermute mal, dass diese 50% deutlich dramatischer klingen, als es tatsächlich war. Vielleicht haben wir 100 mehr verkauft als sonst. Ja, aber das war jetzt nicht... Aber wissen Sie, was ich meine? Also der Trick besteht ja auch darin, zu sagen 50%, weil die absolute Zahl keinen hinterm Ofen hervorholen würde. Genau. Wenn du schreibst, da wurden 100 Waffen mehr verkauft, interessiert das ja keinen. Also, wenn du sagst 50% mehr, klingt das dramatisch. Genau, aber das ist eben diese Rotverschiebung, die Medien natürlich deshalb durchsetzen, weil womit macht man Aufmerksamkeit? Und daher stammt auch dieses Clickbaiting, das ist ja der Begriff für diese Beute im Internet. Sie müssen diese Meldung unbedingt anklicken und die ist immer ein Stück übertrieben, die ist immer ein Stückchen, es bricht was zusammen, es fällt was zusammen und das führt zu regelrechten Panik- und Hysterieausbrüchen innerhalb der Gesellschaft, die dann wiederum in der Tat, da muss man alarmistisch sein, die können in der Tat gefährlich sein. Ja. Wenn alle Menschen glauben, dass es immer schlimmer wird und immer rasend schlimmer, dann wählen wir unter Umständen. Es sind auch die Wörter, die wir mittlerweile so benutzen. Daran fällt es mir immer so auf. Also wenn ein starker Wind kommt, ist ja heute kein Wind mehr, sondern das ist dann eine Sturmpeitsche. Genau. Ja, genau. Eine Sturmpeitsche. Es gibt viele Dichter in den Medien, das muss auch so sein. Aber das führt natürlich zu einer Welthaltung, die nicht mehr konstruktiv ist, sondern die das Negative quasi auch sucht. Ich kenne ganz viele Leute, die haben so eine regelrechte apokalyptische Untergangsfantasie in sich.
Und es ist auch sowas wie, wir nennen das apokalyptisches Cocooning. Also wenn Sie die Leute fragen, ja, wie geht's Ihnen denn? Auch eigentlich ganz gut. Und wie geht's der Familie? Auch prima. Und Kiel? Ja, boah, so nicht. Und Schleswig-Holstein? Ja. Naja, Deutschland. Und dann aber Europa? Ah, furchtbar. Und ja, die Welt, die ist schon am Untergehen. Ne? Also so in ja, uns, 80% der Deutschen fühlen sich sehr glücklich. 75% haben rasende Angst vor der Zukunft. Irgendwie passt das nicht zusammen. Nicht direkt, ja. Also das, und da sind wir wieder bei einer Antwort. Ja. Es gibt auch sowas wie Angstlust. Also es ist offensichtlich in uns auch was drin, was mit diesem Wachmacher Angst verbunden ja, ist. Ja? Ich habe das neulich wirklich erlebt. Das ist keine Räuberpistole. Ich treffe Freunde und frage, wie geht's? Gegenfrage, wo soll ich anfangen? Und dachte, es ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ist es aber gar nicht. Einfach nur so die allgemeine Situation war einfach so, dass man das Gefühl hatte, morgen geht die Welt unter. Sie sagen ja auch, wir sind Junkies der Apokalypse. Warum ist ein Nigerianer diesbezüglich besser unterwegs? Sie sagen, 95% der Nigerianer schauen positiv in die Zukunft. Ich habe ja, das an anderen Teilen in Afrika, Jörg wird das mit Sicherheit bestätigen, auch erlebt. Also, in der Türkei übrigens auch. Ja, gibt es ja, Leute, die wirklich nichts haben, aber die mit einer Grundfröhlichkeit durchs Leben gehen, die einen ehrlich gesagt auch immer wieder beschämt auf eine Art und Weise. Ja, vielleicht sind Menschen in der Tat auch sowas wie aktive Pessimisten, die versuchen, weiterzukommen. Und die haben natürlich ein Ziel, die wollen wohlständig mhm, werden, die wollen heraus aus ihrer Armut. Mhm. Und wir haben in einer sehr entwickelten, reifen Gesellschaft natürlich das Problem, dass wir dann die Problemkörbe immer höher hängen. Nicht? Das mhm, ist auch so ein Effekt, das ist der sogenannte Concept Creep. Da gibt es wunderbare Untersuchungen. Concept Creep. Concept Creep heißt, das ist auch aus der Kognitionspsychologie. Und wir Zukunftsforscher müssen uns immer mehr mit Psychologie auseinandersetzen. Ja, das ist ja auch spannend. Und Concept Creep geht so, wenn Sie, es gibt ein wunderbares Experiment, da haben Sie, zeigen Sie den Leuten bedrohliche und nette Gesichter. Ja? Und dann in mehreren Stufen, in mehreren Schleifen. Und je mehr Sie die bedrohlichen Gesichter zurücknehmen, desto mehr finden Menschen die freundlichen Gesichter auch bedrohlich. Mhm. Also wir fangen an, wenn die Gefahren geringer werden, sehen wir in jeder kleinen Regung das Gefährliche. Und das ist etwas, was wir von der Evolution haben. Und das verzerrt unsere Wahrnehmung. Ja. Das sind die sogenannten Future Biases, also die Verzerrung der Wahrnehmung. Ja. Ich glaub, das erklärt ja noch nicht, warum Nigerianer glücklicher sind als Europäer. Weil sie einen Zukunftsentwurf haben. Sie haben eine Vision dessen, dass es besser werden kann. Und wir haben natürlich viel zu verlieren. Gesellschaft, ne? Ein Problem. Das ist der Punkt. Oder? Genau. Wir haben viel zu verlieren. Welche Rolle spielt ja, Materialismus dabei? Ja. Also, aber du bestätigst das auch, oder? Als jemand, der lange in Afrika auch gelebt hat? Absolut. Ja. Also ich glaube, das hängt aber auch wirklich damit zusammen, wir haben viel zu verlieren und wir glauben, dass wir viel zu verlieren ja, hatten. Und viele Werte, die ich da kennengelernt habe in Afrika, sind einfach andere. Also die Leute sind, ja, man kann alle möglichen Theorien anstellen, was da noch alles mit da reinspielt. Aber mhm, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Also dass, mhm, die Leute sind einfach besser drauf. Und ich frage mich manchmal, ob das damit zu tun hat, dass man auch, vielleicht so formuliert, wir sind immer weniger, habe ich das Gefühl, bereit, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Also wir schieben alles ab. Also für alles ist im Zweifel eine Versicherung zuständig. Und einer meiner wirklich engsten Freunde ist Lehrer beispielsweise. Der sagt, wir schicken Kinder heute nicht mehr auf den Baum, weil wenn der runterfällt, kommt erst der Krankenwagen und dann direkt der Anwalt. Ja. Und das wollen wir natürlich nicht. Und das finde ich fürchterlich. Ich finde, Kinder müssen auf Bäume klettern. Und eigentlich muss man ihnen dann die Frage stellen, erzähl mir, was du von da oben siehst. Das ist genau, doch das Spannende daran, oder nicht? Aber das tun wir nicht mehr. Und wir sind nicht mehr bereit, Verantwortung für uns zu übernehmen. Warum gelingt uns das nicht mehr? Wie geht Ihre Erklärung dafür? Ja, das hat natürlich was mit Anpassungsoperationen zu tun, die im menschlichen Geist dann stattfinden. Dass wir immer mehr Komfortpositionen suchen und glauben, dass diese Komfortpositionen uns dann glücklich machen. Mhm. Aber wir alle wissen ja dass das, was die Menschen glücklich macht, sind Herausforderungen, sind eben Richtig. Ziele, sind Visionen. Und deshalb arbeiten wir ja in der Trend- und Zukunftsforschung immer mit diesem rückwärts gerichteten Blick aus der Zukunft. Also mhm, wir versuchen, wenn wir mit großen Unternehmen umgehen, versuchen wir Visionsarbeit zu machen. Versucht euch mal in die Zukunft zu versetzen und schaut dann zurück, wie ihr da hingekommen seid. Und das ist, glaube ich, die richtige, auch mentale Technik, mhm, um dieses ängstliche Hineinsinken in die Komfortzone, was dann immer mehr kontrolliert mhm, werden muss, ja, und natürlich ein immer neurotischeres mhm, System bildet, abzuschaffen. Und das funktioniert im persönlichen Leben schon ganz gut. Also wir haben ja auch alle, glaube ich, mal erlebt, dass wir uns befreit haben aus solcher
das ist eigentlich das, was eine Krise machen muss. Ja, genau. Also eine gute Krise hat eigentlich die Funktion, es so durchzurütteln, dass man neu anfangen kann. Ja, und dass man hinterher auch stärker ist. Und das ist der Punkt. Das ist nämlich das ist die Dimension von Possibilismus, dass man eben auch die Krisen annimmt. Und in der systemischen Zukunftsforschung, wir machen ja ein bisschen andere Prognostik, als wie man das früher gemacht hat, hat man immer einen Trend benannt und der war dann immer geradeaus, ja, wurde immer stärker, sind die Krisen quasi mit einbezogen. Ja. Also wir brauchen auch Krisen in unserem persönlichen Leben, glaube ich, wie auch in einer Gesellschaft, in der wir uns dann selbst wieder verwandeln und verändern können. Das glaube ich übrigens auch. Und das haben wir jetzt, glaube ich, die Herausforderung ist zum Beispiel die Energiewende. Also letztendlich die CO2-Frage ist eine Riesenherausforderung, die aber auch die Lebenskräfte wieder aktivieren. Matthias Hawkes ist heute unser Gast. Herzlichen Dank bei uns in der Sendung. Ich danke mich sehr, sehr herzlich bei Jörg Rase, unserem Istanbul-Türkei-Korrespondenten. Herzlichen Dank, Jörg, für den Besuch in der Sendung. Und bei Mejale Tolu, die ein sehr berührendes Buch über ihre Zeit im Gefängnis gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn beschrieben hat. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann bald wiedersehen zum zweiten Teil der Biografie, die keine Biografie ist. Der schönste Roman, der als Biografie getarnt um die Ecke kommt, von Axel Milberg. Sehen wir uns bald wieder. Herzlichen Dank. Jetzt die Kollegen von Heute Plus und wir sind Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Danke.